Leute, es ist bald geschafft. So wie es aussieht, sind jetzt hier nur noch mehr 3 Level übrig, wenn das stimmt. Weil noch weiter nach oben können wir auf Cortex-Insel nicht mehr. Es sei denn natürlich, den Entwicklern ist noch so ein geiles Secret eingefallen, von wegen, wenn du den Level da ganz oben geschafft hast, dann geht's irgendwie noch auf dem Zeppelin weiter. Keine Ahnung, oder so ein kleines Luftschiff, was da rumschwebt von Cortex. Aber auf jeden Fall müssen wir uns jetzt erstmal um diesen Level hier kümmern, der da heißt Castle Machinery. Wir hatten schon etwas weiter unten auf der Insel in der Fabrik ja auch einen Level, der so ähnlich hieß, nämlich, wie hieß denn der jetzt nochmal genau? Ich glaube einfach Heavy Machinery, schwere Maschinerie, und jetzt ist es halt die Schlossmaschinerie. Es ist eh völlig egal, ob ich mit Crash oder mit Coco spiele, aber das Spiel ist immer noch Crash Bandicoot, deswegen mache ich die restlichen Level jetzt alle mit Crash. Die beiden spielen sich eh haargenau gleich und deswegen, ich glaube, ich bleibe trotzdem bei Crash. Den kann man irgendwie besser beleidigen, wenn was schief geht. Ich meine, die arme Coco hat das eigentlich gar nicht verdient. Und deswegen schauen wir mal, wie schlimm jetzt Castle Machinery wieder werden wird. Wie oft werde ich sterben? Wie viele Leben werde ich verlieren? Wie oft werde ich abstürzen oder einfach nur abrutschen und in den Tod fallen? Wie oft werde ich ausrasten? Wie oft werde ich Crash beleidigen? Das alles noch viel mehr genau jetzt in Castle Machinery. Let's go! So. Ah ja, da sind wir schon uns... Äußerst interessant. Gleich zu Beginn ist hier eine grüne Plattform, also eine grüne Edelsteinplattform. Wenn ich den grünen Edelstein hätte, könnte ich die hier schon benutzen und wahrscheinlich käme ich da drüben dann an diese Extra-Leben-Kiste ran mit dem Akku-Akku. Aber natürlich ist das ja nicht der Fall. So, und warum ist eigentlich hier... Was soll das hier? Ach so. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Wir fallen natürlich erstmal schön auf die Fresse und müssen jetzt den ganzen Weg wieder nach oben gehen. Eh klar. Ah, okay, hier sind wieder diese Typen. Wieder diese komischen Drohnen. Aber die sind ja nicht so schlimm. Die sind eigentlich, kann man ja hier, kann man teilweise wegwirbeln, zack. Kalte Rohre ist auch kein Problem, nur die heißen sollte man nicht berühren. So. Wenigstens können mich die nicht angreifen, im Gegensatz zu denen hier, ne? Mit den Klingen. Da kann man... Ich wollte gerade ausprobieren, ob man da drauf springen kann, kann man nicht. Ist ehrlich gesagt aber absolut unlogisch, in meinen Augen. Weil die haben die Klingen doch nur auf der Seite. Oben haben die keine Klingen, also warum kann ich nicht einfach auf die drauf springen? Das finde ich total unlogisch. Ja, ich sage, das Spiel ist voller Logikfehler in meinen Augen. Und vor allem voller Schwierigkeits... Naja, ich will nicht mal sagen Schwankungen. Das ist ja... So, was soll das hier werden? Okay. Meine Güte, so bloß nicht zu lange stehen bleiben, Crash. Wie überhaupt dieser grüne, giftige Schleim da wieder raustropft. Das ist ekelhaft. Ich möchte gar nicht wissen, wo das kommt. Das kommt wahrscheinlich aus Cortex Toilette. Ist ja Igitt. Einfach nur Igitt. Ah, na ganz toll. Ah, hier gibt es endlich mal einen Akku. Akku, sehr nett. Buga buga. So, was ist jetzt hier los? Es wird heiß. Es wird sogar sehr heiß. Es wird unbeschreiblich heiß. So. Okay, ganz vorsichtig. Die bewegen sich eh von selber, diese Förderbänder hier, diese Fließbänder. Fließband, Förderband, das ist eigentlich jeder selber. Und ja, ein Checkpoint. So, schön drüber springen. Also wie gesagt, drauf springen bringt nichts. Aber hey, ganz ehrlich, der hat doch nur auf der Seite, um sich drum herum, hat er die Klinge nicht auf seinem Kopf drauf. Also warum kann ich auf den nicht drauf springen und den töten? Unlogisch. Ist einfach mal so, ja? Um das einfach mal so klarzustellen, es ist einfach mal unlogisch. Alter, was soll das denn jetzt hier? Die mich verarschen? Ah, na wie nett. Ein Leben. Kann ich sowieso brauchen. Ich habe nämlich mal 6 Leben. Das ist ja nicht gerade viel. So. Oh, jetzt sind sie wieder heißer Dampf. Das war zweimal hintereinander. So. Mal schön gucken. Mal schön das Muster angucken. Wie ist das hier gemacht und so. Und ah ja. Also bei dreimal Dampf hintereinander, ist klar. So, einfach über den dritten drüber springen. So, hier
So. Was jetzt? Kann ich mich hier fallen lassen? Ohne zu sterben? Ja, muss ich wohl. Oh, ah, Checkpoint. Direkt auf den Checkpoint draufgeplumpt. Sehr schön. Es gibt's. Was in dem Spiel gibt's wieder? Spiele, sag ich schon. Level. In dem Level gibt's nur 27 Kisten. In dem letzten, wisst ihr noch, wie viele Kisten es da gab? Weit über 100. Und ich habe nicht mal... Ich glaube, ich habe da in dem letzten Level hatte ich ja... Wow. Oh, hier gibt's ganz viele Bumperfrüchte. Lecker, lecker. Es gab irgendwie... Okay, mehr ist hier nicht. Ich weiß nicht. Ich hatte in dem letzten Level ja irgendwie... glaube ich, an die 60 Kisten verpasst, aber was hätte ich machen sollen? So, ganz viele Wumperfrüchte sammeln, vielleicht kriege ich nochmal 100 zusammen, kriegen wir noch ein Leben, das wäre schön. So, ouch. Na, Crash kann auch ganz schön was... Ja, natürlich. Lass mich doch nicht verarschen hier, da wäre ich direkt gegen das heiße Rohr da gesprungen, das sicher nicht. Ganz so blöd bin ich jetzt auch nicht. Ich bin zwar total mega ungeschickt in dem Spiel, aber dämlich bin ich auch nicht. Das ist nur Crash. Ja, Crash ist das hirnlose Bandicoot. Ich bin der hirnlose Spieler, der kein Skill hat. Ja, mal nur gucken, ob hier noch irgendwo was versteckt ist. Ist aber nicht der Fall. So, oi. Zack. Ja, pium. Pium. Das ist immer so ein witziges Geräusch. So, Alter, wie lang ist denn der Level jetzt wieder? Oh, Checkpoint. Checkity Checkpoint, ja. Na, komm schon, bitte aktivieren, dankeschön. So, gecheckt, Leute, gecheckt, hab ich Checkpoint, yo. Jetzt wird's nochmal richtig heiß, yo. Könnte ich mir meinen Pelz verbrennen, yo. Finde ich total uncool, ne? Das ist überhaupt nicht cool, ne? Das finde ich richtig, Vorsicht, na komm, ich... Wir sollten mal lieber nicht versuchen, auch nur an ihr zu rappen. Ernsthaft? Ja, Moment mal. Ja, das habe ich mir gedacht. Scheiße. Die Leben waren einfach zu verlockend. Die Leben waren zu verlockend. Es schmiss mich aus meinen Socken. So irgendwie. Seht ihr, vor allem die sind jetzt wieder nicht mehr da. Was soll das? Ah, nein, wie... Warum? Ey, du bist doch echt zu dumm zum Scheißen, weißt du das? Aber ich habe trotzdem jetzt 9 Leben. Ist mir jetzt auch egal. Er ist schon wieder... Ich sag, nö, ich reg mich über diese Sprungphysik in dem Spiel schon gar nicht mehr auf, weil die ist einfach nur zum Mäusemelken. So, scheiß auch auf die ganzen Kisten. Ich habe da einfach keine Nerven dafür. So ein... Oi. Na super. Hups. So, bitte, kann ich jetzt mal ins Ziel kommen? Bitte. Ich will einfach nur ins Ziel. Bitte, einfach nur ins Ziel. Einfach nur ins Ziel. Ins Ziel. Lebe, lebe, lebe. Lebe, lebe, lebe. Lebe, lebe, lebe. Einfach nur ins Ziel, bitte. Einfach nur ins Ziel. Na klar, jetzt ist hier... heißer Dampf. Oi. Alter Schwede, ey. Nein, 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 jetzt auch noch so eine Scheiße hier. Oh, okay, da kann ich ja drauf stehen. So, hoppsala. Ja, Levelende, leck mich am Arsch. Ich hab's geschafft, alles andere ist mir egal. So, und es gibt wieder... genau, 10 Kisten. Crash immer so, war was? Der kriegt das gar nicht mit? Oh, Leute. Halbfinale, würde ich mal sagen. Es geht gegen Dr. Nitrus Bryo. Oder kurz gesagt auch einfach Dr. Embryo. Wenn man das nur das N, dann das Bryo heißt das Embryo. Also das ist irgendwie so eine ganz komische Anspielung. Ja, Dr. Nitrus Bryo, der persönliche Assistent von Dr. Cortex. Mal sehen, wie der kämpfen wird. Und ihr seht auch, ich kann diesen Bosskampf nur mit Crash machen. Coco ist wieder durchgestrichen. Ist mir eh egal, ich hatte eh nicht vorgehabt, sie jetzt zu benutzen. Deswegen nehme ich Crash, so wie es sein soll. Ich habe wenigstens ein paar Leben. Ist ja gut, ne? Aber wer weiß, wie oft ich bei dem Kampf wieder verkacken werde. Ich weiß ja nicht, wie der kämpft, was mich da erwartet. Let's go, finden wir es einfach heraus. Ich habe sowieso wieder keinen Akku. Oh,
Ernsthaft, Leute. Wie die einen noch verarschen. Auf der anderen Seite des Turms ist sogar noch ein Level. Jetzt gibt es hier doch noch ein Jump'n'Run-Level. Natürlich hier. The Lab. Das Labor. Der wäre ja auch langweilig gewesen, direkt von Embryoshen zu Gortex zu gehen. Ja, natürlich. Na gut, weiter geht's. Nee, also jetzt, als hätte ich es nicht gewusst, Leute. Als hätte ich es nicht gewusst,
dass da echt noch was kommt und dass man tatsächlich auf diesen beschissenen Zeppelin rauf muss. The Great Hall. Interessanterweise, hier gibt es keine Relikte, keine Edelsteine, kein gar nichts. Kann ich auch nur mit Crash machen. Hoffentlich bitte ist das jetzt einfach nur so ein kleiner Verbindungsgang. Oder ein etwas längerer Verbindungsgang, um dann zu Cortex zu kommen. Der Part ist jetzt vorbei und der nächste wird definitiv der letzte sein. Ich scheiße auf dieses ganze verfickte blöde Spiel, aber sowas von, wie ich es noch nie auf ein anderes Spiel jemals gemacht habe. Und es ist mir scheißegal, was ihr dafür in die Kommentare schreibt, von welchem Spiel man besser. Es ist mir egal! Ich will dieses Spiel nicht mehr sehen, ja? Wenn ich durch bin, ich ruhe es nie wieder an. Und wehe, wenn Crash 2 und 3 nicht viel besser sind, dann wird das abgebrochen, ja? Ich habe das jetzt so lange durchgezogen, ich habe so viel Blut und Wasser geschwitzt, bin so dermaßen oft gestorben, bin so oft ausgerastet, ich habe die Schnauze sowas von voll! Also bis zum nächsten und letzten Mal bei diesem Scheißspiel!